Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar meine ich heute in ja, Race Commentary über meinen Kurs, die letzte Woche war zu Ostrava. Mein erster Kurs von der Saison, ein 1500 Underhal. Ja, ich war seit Mitte September kein Kurs mehr gelaufen. Und ja, wie verschiedene von euch vielleicht wissen, habe ich auch den Trainer gewechselt in der Zwischenzeit. Und du bist war ich ziemlich nervös wieder drin. Und ich konnte gut und richtig abschätzen, was der Kurs bringen wird. Aber ja, ich fange mal einfach direkt um am Video an. Viel Spaß beim Gucken. So, heute sieht dann ein Kehr Stadtlicht. Wie ihr seht, ist es ganz spannend. Ja, wir waren nämlich zu 8, respektive 7 Läuferinnen, die fertig gelaufen sind, und ein Pacemakerin. Die Minute vor dem Start, oder die, ja, keine Minuten, Sekunden vor dem Start, wieder zu stehen und just drauf zu warten, die sind wirklich anstrengend. Und das ist froh, wenn dann endlich, ja, on your marks groove geht. Und ja. Dann geht es los. Mein Plan für den Kurs war am Anfang, für mich einfach hinten drunter zu hängen. Ja, der Kurs sollte ab 2,12, 800 Meter gepaced gehen und dann eben für Endzeit einer 4,12 zu laufen, was eben für die meisten Länder die Norm ist für die Europameisterschaft. Und wie ihr da sehen könnt, geht Pacemakerin auch den Tempo an, den sie laufen soll, mit der sich keine so richtig Mut zu gewinnen. Und ja, ich hatte am Anfang eben da gerechnet, dass jeder da matt lebt und dass ich mich dann relativ weit hinten am Feld abhalten und dann ging ich für mich persönlich gut durch. Das war leider nicht so wirklich der Fall, weil eben ja keine so richtig matt gegangen ist. Ich bin zwar da gut platziert, bonnen, mehr allgemein aus Kurs und nicht so ganz sehr. Und wir laufen eigentlich alle gut den ersten Rhythmus, den ich laufen wollte. Und ja, das so um 2,50er Pace. Ja, genau, du mal sehen. Also Pacemakerin geht 67 hech oder 66 hech durch. Und wir sind ungefähr bei 68 dann durchgegangen. Was genau, ja, 2,50 für die Kilometer aus. Und ja, du hältst ich mich einfach bannen ab. Probiere so wenig wie möglich ja, Meteren zu machen. Das, was mir da lief, zum Beispiel, das ja, lief alle Tour pro Meter mehr. Und zumulst an der Halle, aus wirklich mit den Kehren nicht so optimal, wenn du draußen am Couloir ist. Ja, ich hatte mit meinem Trainer im Vorfeld geschwatzt, für mich nicht auf Zeit zu konzentrieren, was mir nicht so ganz gelungen ist, weil ich irgendwie Gefühl hatte, wir wären ziemlich los in der Weh und du nun eben noch da geguckt, für zu gucken, ob ich mir einfach nicht so fühlen oder ob ich tatsächlich nicht so mega sehr ist und war eben, ja, tatsächlich nicht so wirklich sehr. Mein Ziel war eigentlich von der Kurs, für mich einfach drunter zu hängen und einfach just und der Athletin für mir zu bleiben, für du kein Loch zu machen. Und das war eigentlich ein ganz gutes Ziel für den Kurs, weil ich einfach just laufen wollte. Und es war auch gut, dass wir nicht zu so viel waren. Dadurch war es eben auch kein Gedrecks und es war möglich für alle einfach just 109 zu laufen. Und normalerweise gehen so Kurse immer ein bisschen mehr voll gemacht und dann ist es schon beim Start ein bisschen mehr chaotisch und jeder probiert irgendwie die beste Position zu haben. Aber so war es ganz einfach für jeder einfach ja, seine Position zu haben und zu laufen. Und ich sehe wirklich einen ganz ungestörten Kurs gelaufen, was nicht so oft viel könnt. Aber ja, Ziel war einfach wirklich, hinten drin zu bleiben. Und du hast schon komplett verpasst, dass wir ungefähr 2,52 Kilometer durchgegangen sind. Und du hast gerade meinen Move gemacht, für ein bisschen auf 4 zu kommen, weil ich mir gedacht habe, ich wollte am Anfang 2,50 durchgehen. Und ich bin ja in von den ersten. Das heute, du musst mal aber denke, so angreifen für. Ja, ein bisschen mehr sehr zu gehen. Und ja, schon eben meinen Move gemacht. Und habe mich dann eine Woche im Bonne platziert, für eben wirklich so wenig wie möglich Meter zu laufen. Und lo laufen wir schon an die letzten Tour ran. Und du merkst ihn, dass jeder ein bisschen gecheckt wird, so, wow, okay, das geht nicht mehr weit. Lo muss man loslegen. Und ja, wir sind ungefähr bei 3,45 durchgegangen.
Und ich wusste schon, dass es richtig knapp geht mit den Feier 17, die ich ja in der Bitte muss, für die Norm zu laufen. Und du meinst, ja, sind ich einfach denke, gesprint, alles gehen und für die letzten, also die letzten 100, 200 Meter. Und ja, die vier laufen mir halt ein bisschen fort und die war halt nur noch endlich. Aber ja, das dann einfach ist nach ein Sprint bis ganz zum Schluss. Und ja, ich bin mit 4:17:41 ans Ziel gekommen und gewonnen auf 4:15:08 von der Schwedin. Genau, 4:15:88 war definitiv nicht so sehr aus, wie für du geplant, aber wie der Meeting Director meinisch auch wollt oder wie viele Athletinnen wollten. Aber ja, für mich ein ganz zufriedenstellend erster Kurs mit 4:17:41. Ich habe gesagt, in einem Jahr, wie wir an, ob die letzten 100 Meter gehen. Und du gesagt, noch mich schon kämpfen. Gut, dass ich dann mir ein Gesicht gezoomt hat. Aber ja, du ob den letzten Metern hat mir einfach noch gefehlt, für beizulaufen. Aber die ersten ja, 1300 Meter. Haben sich wirklich am Anfang gut gefehlt, oder die ersten 1200 Meter haben sich wirklich gut gefehlt. Und zum Schluss hat es mir einfach ein bisschen gefehlt und der Anschnelligkeit. Mehr Drohnen und Schlöner weitergeschafft. So, das war es nur schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freut euch auf alle Fall, ob die nächsten Videos, die noch kommen werden, ich stehe nur noch, ja, pur Kursen un, hoffentlich. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, ich will nicht rum weiter mit auf meinem Weg. Wie weiß wohin? Und dann sehen wir uns ganz geschwind am nächsten Video rum. Ciao!